Das war der Knackpunkt in meinem Leben. Ich bemerkte, dass alles auf dieser Welt nur von kurzer Dauer ist. Und das machte mich fertig. Hallo, mein Name ist David. In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie Gott zu einer wunderbaren Realität in meinem Leben geworden ist. Ich wuchs in einer christlichen Familie auf. Ich besuchte regelmäßig die Kirche mit meinen Eltern, ging zu den Kinderstunden und sang eine Zeit auch im Kinder- und Jungscharchor. Meine Eltern sind sehr christlich und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Mein Vater war treu in der Gemeinde aktiv, las uns jeden Abend aus der Bibel vor und erzog uns nach christlichen Werten. Meine Mutter war stets eine vorbildliche Ehefrau und hatte ebenfalls eine starke Beziehung zu Gott. Mir mangelte an nichts. Ich wollte als Kind schon immer eine Ehe führen wie meine Eltern. Eine Ehe wie im Bilderbuch. Ein Leben, wie ich es mir immer erträumte. Ein Haus, gesunde Kinder, finanzielle Sicherheit und eine glückliche Ehefrau. Meine Zeit in der Kirche ging vom Kind an bis zu meinem 15. Lebensjahr. Mein christliches Umfeld gefiel mir nicht mehr. Gott war für mich plötzlich uncool, der strafende und ernste Gott und einfach so langweilig. Und die ständigen Besuche im Gottesdienst waren einfach nur nervig. Ich wollte doch frei sein. Ich wollte meine Zeit auch so gestalten, wie ich es möchte. Ich schaute auf die unzähligen Promis und nahm Fußballer und andere als Vorbild, die viel Geld, schöne Frauen, die teuersten Autos und das beste Haus hatten. Das war der Lifestyle, den ich wollte. Ich wollte Partys machen, fing mit dem Rauchen an und so definierte ich mein Glück. Ich sank immer tiefer und bemerkte es gar nicht. Ich konsumierte Alkohol und Zigaretten unersättlich und bemerkte nicht mal den Schaden, den ich anrichtete. Meine Eltern beteten jeden Tag um ihren verlorenen Sohn. Mein Lebensmotto war Young, Wild and Free. Doch ich bemerkte früh genug, dass es eine Spirale ist, die immer weiter nach unten geht, dass der Sinn des Lebens ganz woanders liegt. Ich war kurz glücklich. Ich brauchte immer mehr, um zufrieden zu sein. Oft dachte ich, es ist cool, viel Geld und Alkohol rauszuschmeißen, es zu trinken, sich zu übergeben, einen Blackout zu haben und dann den nächsten Tag im Bett zu verbringen, weil man einen so starken Kater hat, als hätte man eine starke Grippe. Ich wusste, dass es das nicht ist und ich tat es trotzdem weiter. Ich führte eine Beziehung mit einem Mädchen, welches die meisten Werte aus der Bibel nicht vertreten hat, weil sie es nicht kannte. Ein guter Mensch, aber ohne Gott. Sie tat mir gut, weil ich jemanden hatte, die meine Seelenverwandte war, dachte ich. Sie rauchte, ich rauchte. Sie trank und machte Partys, ich tat es auch. Wir dachten kurz, wir seien Bonnie und Clyde und wir waren überglücklich. Irgendwann scheiterte meine damalige Beziehung unerklärlich, nach über 3 Jahren. Keine Gefühle mehr für dich, sagte sie und verließ mich. Das war der Knackpunkt in meinem Leben. Ich bemerkte, dass alles auf dieser Welt nur von kurzer Dauer ist und das machte mich fertig. Wieso ich? Wieso habe ich kein Glück? Das Aus zog mir den Boden unter den Füßen weg und ich sank in ein tiefes Loch. Ich lenkte mich mit noch mehr Partys, Alkohol und Mädchen ab. Ein Lifestyle, der mich in einem ständigen Rausch leben ließ. Ich wollte meinen Schmerz in einem Meer voll Alkohol versenken und schaffte es einfach nicht. Der Alkoholrausch blieb kurz. Die Kippe nach dem Kaffee beruhigte meine Sucht für nur circa 2 Stunden und meine Beziehung endete, weil man irgendwann keine Gefühle mehr hatte und etwas anderes probieren wollte. Bis auch das nicht mehr reicht. Geld, was du bekommst und wieder ausgibst für Dinge, die dich nur auf kurze Dauer glücklich machen. Mir machte mein undankbarer Job keinen Spaß mehr. Ich arbeite in der Pflege. Dort sind es Vollzeit 12 Tage Schicht, 2 Tage frei und immer so weiter. Ich verdiente in meinen Augen zu wenig und arbeitete viel zu viel. Oft starben alte, kranke Menschen und ich hatte zu wenig Energie und auch Zeit, um diese zu begleiten. Monate, in denen ich 3 Tage frei und den Rest gearbeitet habe. Was für ein erbärmliches Leben, dachte ich mir. Es zwängte mich in die Knie und ich konnte nicht mehr und ich wusste einfach nicht mehr weiter.
Niemand auf dieser Welt konnte mir noch helfen. Keine Flasche Bier, keine Zigarette und auch kein Joint. Glück kann man sich nicht kaufen. Das wusste ich. Dann war auch noch das mit dem Tod. Wohin kommt man nach dem Tod? Ach, kein Nerv jetzt mit meinen jungen Jahren auch noch darüber zu denken. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich nicht gut genug für den Himmel war. Klar war ich nicht fehlerfrei, aber wer ist es schon? Ich habe diesen Gedanken immer von mir abgewiesen und wollte ihn auch nicht weiter zulassen. Eines Tages betete ich zu Gott. Ich betete: Gott, hilf mir. Hilf mir aufzuhören mit dem Rauchen. Hilf mir, eine Frau zu finden. Hilf mir, glücklich zu werden. Hilf mir, einen Weg zu finden. Wirklich daran geglaubt hatte ich nicht. Ich wusste aber, dass ich etwas ändern musste. Dass ich nicht richtig lebte, dass ich kein guter Mensch war. Ich kaufte in der Zeit ein Buch, das mir zeigen sollte, wie ich mit dem Rauchen aufhöre. Ich las ganze 3 Seiten. Ich ging auf Dates und merkte ebenfalls, dass ich niemanden finden kann. Ich suchte nach etwas, doch ich wusste nicht, was es ist. Mir kam der Vers aus Psalm 50,15 in den Sinn, den ich als Kind so oft in der Kirche gehört hatte. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also betete ich. Eines Tages fing ich an, Kontakt mit einem Mädchen zu haben, das genau meiner Traumvorstellung entsprach, die mir gut tat, die mich verstand und mich annehmen konnte, wie ich eben war. Sie wusste, wer ich bin, was ich alles tat und was ich wollte. Sie war ebenfalls auf der Suche nach einer Kirche, befand sich auch in einer Findungsphase, aber war nicht so wie ich. Sie ging nicht auf Partys, rauchte nicht, sie trieb sich nicht mit Jungs herum und war in meinen Augen viel zu anständig. Ich frug mich, wieso sie mich so interessant fand, wo ich doch ganz anders war, sehr zerbrochen und befleckt. Innerhalb kurzer Zeit kamen wir zusammen. Ich wusste schon vorher, dass ich mit dem Rauchen aufhören musste, dass sie es nicht mochte, mich aber nie kritisierte. Sie hat es mir nie aufgedrückt, damit aufzuhören. Und das war es, was mich dazu brachte, einen Tag nach unserem Zusammenkommen den Versuch zu starten, aufzuhören. Sie war der Grund dafür, sie war meine Motivation und sie stand immer hinter mir. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass es bei dem Versuch bleiben wird. Doch bis heute habe ich keine Zigarette mehr angefasst. Gott sah, dass ich nicht fest an das Gebet glaubte. Er sah aber, dass ich verzweifelt war und ihn brauchte und er erhörte mich. Er gab mir die Frau, die mir gut tat, in die ich mich verliebte, die gleichen Interessen wie ich hatte. Er half mir durch ihr, damit aufzuhören. Zuvor bin ich mehrmals gescheitert und nun funktioniert es ohne Buch, ohne Nikorette-Spray, ohne Hypnose oder sonstiges. Ich wusste, dass das nicht so einfach war, dass es kein Zufall war und ich dankte Gott dafür. Ich hatte das unbeschreibliche Gefühl, von dem Schöpfer dieser Welt geliebt zu werden. Gott hat sich mir auf dieser Weise gezeigt. Eine Zeit später gingen wir zur Kirche in der evangelischen Freikirche in Heimatsheim und wir versuchten dort Anschluss zu finden. Wir wurden sehr warm aufgenommen. Wir besuchten die Kirche einige Monate und wir wollten auch ihr beitreten. Allerdings hatte ich noch zu viele Lieblingssünden. Ich wollte nicht unbedingt regelmäßig zur Kirche und so zog sich das. Ich wollte beides gleichzeitig. Hier das tun und auf der anderen Seite gerne Gott näher kennenlernen. Ich machte nach 8 Monaten Beziehung meiner Freundin einen Antrag, weil ich mir sicher war, dass sie meine Frau werden sollte. Ich wusste, dass sie ein Geschenk Gottes ist und in meinem Leben mich bereichern soll. Ich wusste aber auch, was mich als Mann erwartet. Ich soll das Haupt der Familie werden, muss Verantwortung übernehmen und manchmal schwere Entscheidungen im Leben treffen, wie ich es bei meinen Eltern sehen konnte. Mein Vater war mir immer ein gutes Beispiel und so wollte ich auch sein. Ich wusste aber auch gleichzeitig, dass ich es nicht allein schaffe, dass ich Gott brauche. Und so fing Gott an, intensiv mit mir zu arbeiten. Ich fing an, täglich darüber nachzudenken, wie man eine Ehe führen muss, was einen bei der Familiengründung erwartet und habe an meine Kindheit gedacht. Ich habe an die christliche Erziehung gedacht, die enorm wichtig für mich war
und mir war klar, dass meine Kinder, sollte Gott mir welche schenken, eine Erziehung nach der Bibel verdient haben. Vadim, ein Mitglied der Gemeinde in Heimatsheim, hatte an einem Sonntagmorgen mal ein Zeugnis mit dem Titel »Wer bin ich?« gegeben. In diesem Zeugnis erzählte er aus seinem Leben und dass er sich die Frage stellte, wer bin ich? Der Inhalt ähnelte meinem Leben und ich frug mich ebenfalls, wer ich denn nur bin und was das alles zu bedeuten hatte. Ich ging von dem Gottesdienst nach Hause und wusste, dass ich Gott brauche. Nur er kann mir diese Frage beantworten. Nur er kann mich von diesem Leid befreien. Nur er kann mir diese Last abnehmen und nur durch ihn kann ich errettet werden. Circa ein Jahr später, bei der Ehevorbereitung, ja, da brach ich zusammen mit meiner Verlobten bei Pastor Willi Thiessen in Tränen aus und wir taten Buße. Willi las aus der Bibel und brachte uns bei, dass wir ohne Gott keine gesegnete Ehe führen können. Dies wurde uns noch einmal klar und wir erkannten, dass wir Sünder sind und wir taten Buße. Für mich das erste Mal im Leben. Das erste Mal dieses unbeschreibliche Gefühl. Ich erkannte, dass dort oben im Himmel jemand ist, der mich und jeden Menschen auf dieser Welt liebt. Er stand zu mir, als ich es nicht tat, und vergibt mir alle meine Sünden. Ich bin kein Theologe, keiner, der ein Vorbild ist, und meine Natur ist von Grund aus skeptisch. Ich glaubte immer an das, was ich sehe, an die Realität. Ich wollte nie von Gott wissen, allein deswegen, weil der Glaube an Gott und sich Christ zu nennen einfach altmodisch in der Gesellschaft ist. Wenn du dich zum Glauben bekennst, wirst du belächelt, weil du anders bist. Du schwimmst nicht mit dem Strom, du machst nicht alles mit, du gehörst einfach nicht zur großen Masse. Es ist einfacher, sich der Mehrheit anzuschließen. Einfacher, das zu tun, zu sagen und zu verkörpern, was alle schon immer machen. Gott, die Bibel ist nur Science Fiction, Alter, sagte mir mal jemand. Ich bin der anderer Meinung. Einfach deswegen, weil ich eine andere Erfahrung gemacht habe. Mein Leben ist neu. Ganz anders als zuvor. Meine Interessen haben sich verändert. Mein Leben ebenfalls. Gott gibt mir Hoffnung und Stabilität. Mein Job ist nicht besser geworden, aber ich bekomme durch Gebet die Kraft, meinen Job anders zu sehen, motivierter zu sein und Menschen zu helfen. Ich weiß, dass das Leben endlich ist. Keiner weiß, wann. Mich hat es manchmal verängstigt, junge Menschen sterben zu sehen. Nun gehe ich anders damit um. Ich weiß, wo ich sein werde. Ich weiß, wer ich bin. Vielleicht geht es dir auch so oder so ähnlich. Vielleicht hast du viele Fragen in dir, die dich täglich beschäftigen und du findest einfach keine Ruhe und auch einfach keine Antwort. Vielleicht hast du das Gefühl, dass alles schief geht in deinem Leben, dass du nicht geliebt wirst, dass jeder in dem Leben egoistisch ist. Ich kann dir auch nicht auf alle Fragen eine Antwort geben. Aber lass mich dir eins sagen. Wenn du regelmäßig betest, Gott suchst und ihn wirklich kennenlernen möchtest, dann wird er sich dir zeigen. Du wirst sehen, wie aktuell er ist, wie cool er sein kann und wie sehr er dich liebt. Bete, bete unermüdlich zu Gott. Teile ihm mit, was dich bedrückt. Sag ihm alles, alles, was dich belastet. Ich lege dir Psalm 50,15 ans Herz und du wirst sehen, wie wunderbar Gott ist.